Roddy. Jack? Hey, komm rein, Roddy. Wie geht's dir, alter Junge? Schön, dich zu sehen. Es ist eine Ewigkeit vergangen. Hey, Joe! Hey, Roddy! Schön, dich wiederzusehen, alter Junge. Wie geht's dir? Nein, lass mich bitte. Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, in Freiheit zu leben. Was ist denn? Auf einen solchen Empfang kann ich verzichten. Roddy, jetzt steck dich nicht auf. Ich bitte dich, Steck, wirf sie alle raus. Was ist denn mit dir? Du sollst sie rauswerfen. Hey, du undankbares Großmaul, dein Freund hat sich so viel Mühe gegeben. George, hör auf, nimm sie nicht übel, beruhige dich. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Versteh doch, er hat ziemlich lange gesessen, 25 Jahre, jetzt muss er sich erst mal austoben. Exeter. Von so einem Ausblick habe ich zwar geträumt, doch das ist vorbei. Er wird mir nicht fehlen. Was hast du vor? Willst du abhauen? Das hatten wir uns doch damals vorgenommen, Jack. Ich erinnere mich noch wie heute, als wir bei den Gleisen standen und auf den Zug gewartet haben. Weißt du nicht mehr? Wir beide, Benny und der arme Terry. Nach Südamerika wollten wir uns absetzen. Ja, doch geschafft. Hat's nur Benny. Dieser Glückspilz. Sogar seinen Anteil hat er mitgenommen. Und wir? Du hast 20 Jahre. Ich habe 25 abgesessen. Und der arme Harry ist bei einer Gefängnisrevolte erstochen worden. Nicht ein Cent ist uns geblieben. Wir sollten uns revanchieren. Nein, hör auf so nur zu der reden. Gedanke hat mich davor bewahrt, wahnsinnig zu Sei werden. Sei vernünftig. Du brauchst nur an einem Postzug zu schnüffeln oder zu nah an einer Bank vorbeizugehen und schon haben sie dich wieder. Nein, nein, nein. Ich habe was Neues. Etwas, das uns so leicht niemand nachweisen kann. Ohne mich, Roddy. Mir reicht's. Ich habe 20 Jahre gesessen. Schon eine Woche wäre mir zu viel. Nach einer Stunde im Gefängnis wäre ich tot. Hörst du wenigstens an. Diesmal ist es ganz sicher. Oh ja. Wie die Sache mit dem Zug. Nein, danke. Tut mir leid, Roddy. Ah, schön. Ich verstehe schon. Keine alten Kontakte, hm? Es ist ja schon peinlich, mich überhaupt zu kennen. Okay. Aber pass auf die Schlagzeilen auf. In ein paar Tagen wirst du lesen, dass ich mit 1 Million abgehauen bin. Ja? Und du wirst dich ärgern, dass du nicht mitgemacht hast. Du wirst es sehen. Ich schwör's dir. Sir,
Royal Air Force bittet den CI-5 um Unterstützung. Verständigen Sie 4, 5 und 3, 7, die haben Dienst auf Abruf. Überfall auf ein Waffenlager. Die müssen Hilfe von innen gehabt haben. Sonst lässt sich sowas nicht ohne Komplikationen durchführen. Ja. Wo fangen wir an? Gehen wir die Liste durch? Soll das ein Witz sein? Das sind bestimmt 2000 Namen. Zivilangestellte und Ausbilder nicht mal eingeschlossen. Etwa 30.000 Menschen im Jahr haben hier auf dem Gelände zu tun. Und es fehlen ein paar Kisten Granaten und Werfer. Augenblick, hier ist noch eine Liste irgendwo. Ja, ein Granatwerfer und 4 Maschinenpistolen mit Munition. Sogar ein richtiges Maschinengewehr. Wie viel Munition? Reichlich. Eigenartig. Mich wundert, dass sie nicht noch mehr Waffen mitgenommen haben. Der Lastwagen war sehr groß. Und das Waffenlager ist voll bis oben hin. Ja, vielleicht haben die was Bestimmtes vor und brauchen nicht mehr. Wo sind die Sandsäcke? Habt ihr die vergessen? Nein, die sind da oben. Ich bin beim Aufschleppen fast zusammengebrochen. Alles gut versteckt? Ja, mit der Plane abgedeckt und ein bisschen Schott drauf. War dir auch alles klar, Dunstan? Ja. Hast du die Funkgeräte? Natürlich. Sogar mit Zahaka, Reichweite 1 Meile. Und das ist der Sender. Und ist die Frequenz schon eingestellt? Ja, Kanal 30. Sie arbeiten beide auf derselben Frequenz. Damit wäre das Wichtigste erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Kennwort. Jackpot. Sehr gut. Jackpot. Sobald du das hörst, musst du... Laufe ich los. Im übertragenen Sinn natürlich. Genau. Und morgen... Schlagen wir zu. Morgen früh. Jackpot! Den Mund. Wir haben auch aus Regensbruch begangen.
4-5. Ein Bewaffneter im Lagerhaus an der Chamber Street. Nehmen Sie sich den Mann vor. Okay, verstanden. 4-5, Ende. Was gibt's denn? Ein Bewaffneter in der Chamber Street. Mr. Cowley? Inspektor, wo ist der Schütze? Fragen Sie ihn. Nun, bitte? Vor etwa einer Stunde. Ich lag mit Zell im Schlafsack. Sie haben Hauswindsbruch. Wir sind nicht eingebrochen. Auf der Rückseite sind sämtliche Fenster kaputt. Haben Sie die vielleicht kaputt geschlagen? Nein. Ich hab Sie gesagt, wären wir bloß abgehauen. Was haben Sie gesehen? Einen Mann auf dem Dach. Ich habe ihn nur einen Moment gesehen, aber er hatte ein Gewehr. Sind Sie sicher? Beschwören würde ich es nicht, doch außerdem... Das hier hat er auf der Treppe gefunden. Aha. Bodie? Eine 762. Da haben Sie Ihre Antwort. Und es war wirklich ein Gewehr? Sah zumindest so aus. Waren Sie schon oben? Ja, wir haben sämtliche Stockwerke gründlich durchsucht, aber die Tür zum Dach ist abgeschlossen. Es ist eine Stahltür. Und dabei haben Sie es belassen? Selbstverständlich. Jeder weiß, welchen Wert Sie darauf legen, dass schwierige Fälle dem CI5 überlassen werden. Und daran habe ich mich gehalten. In dem Fall bin ich froh. Toll. Wir ziehen eine kugelsichere Weste an und sehen uns mal um. Bodie? Wir müssen unbedingt feststellen, was er für eine Waffe hat und wie weit er damit schießen kann. Ich bin gespannt. Was meinen Sie? Der Buckingham-Palast kann man von hier nicht sehen, wenn Sie darauf anspielen. Hier gibt's nur Lagerhäuser. Sportplätze, ein Krankenhaus, Wohnhäuser. Das reicht nicht mal für eine Ansichtskarte. Machen wir uns an die Arbeit. Du merkst doch alles. Wenn da oben jemand ist, dürfen wir ihm nicht atemlos gegenübertreten.
Alles klar? Wir sind hier sicher wie in Fort Knox. Dann wollen wir auch nicht länger warten. Verdammt stabil. Und wenn wir das Schloss aufschießen? Damit der Kerl hört, dass hier was Außerdem kommt. Muss es nicht unbedingt klappen, aber was sollen wir sonst tun? 4, 5. Wie sieht's aus? Wir versuchen, die Tür aufzuschießen. Das Schloss ist verdammt stabil. Okay. Alles klar? Ja. Dann los. Nichts passiert, aber die Tür ist immer noch zu. Ich glaube, da braucht man eine Bombe, um die aufzusprengen. Die sitzen in der Falle. Kommt runter! Sperren Sie das Viertel ab und evakuieren Sie die Bewohner, bis wir wissen, was los ist. In Ordnung. Ich glaube, er hat auf das Krankenhaus geschossen. Sie können sowieso nichts tun. Unten bleiben. Vorsicht! Um Himmels Willen, meine Patienten sind alle gerade operiert worden. Solange Sie nicht an sie rankommen, werden die auch nicht mehr schießen. Ich muss aber zu Ihnen. Ja, ich weiß, nach einer Operation muss man weiter versorgt werden. Wie viel Zeit haben wir? Keine Ahnung, aber nicht lange. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Mein Name ist Cowley. Ich bin vom CI-5. Und Sie müssen mir unbedingt helfen. Gegenüber ist jemand mit einem Gewehr. Er will Ihnen nichts tun, sonst hätte er Sie nämlich getroffen. Er will uns einen Schrecken einjagen. Und unglücklicherweise Ihnen auch. Schnell in Deckung! Seid ihr wahnsinnig? Macht, dass ihr wegkommt! Und befolgen Sie die Ratschläge des betreuenden Arztes. Versuchen Sie, sie zu beschäftigen und abzulenken. Jetzt passen Sie alle mal gut auf. Auf jeden Fall müssen Sie ruhig bleiben. Es wird Ihnen bestimmt nichts passieren. Da oben hocken Sie. Gehen Sie beide rüber auf die andere Straßenseite und zielen Sie auf das Dach. Ist da unten was los? Wir machen Ihnen noch ein bisschen die Hölle heiß. Verschanzt ihr beide euch dort auf dem Dach gegenüber und macht Meldung. Sie behalten den Eingang im Auge. Was ist denn passiert? Ein Verrückter auf dem Dach. Eine Granate! Thank you.
Das ist das Gebäude und wir sind hier. Das sind leerstehende Fabriken, abbruchreif. Worauf hat das abgesehen? Auf die Intensivstation des Krankenhauses. Die hat er genau im Blickfeld. Die Fenster und einiges mehr hat er bereits zerschossen. Es ist zwar niemand verletzt worden, aber der Arzt kommt nicht an seine Patienten ran. Als es versucht hat, hätten sie den Ärmsten beinahe umgelegt. 6 Leute liegen auf der Station, die ununterbrochen betreut werden müssen, doch es kommt keiner an sie ran. Er sitzt am längeren Hebel und wird versuchen, uns zu erpressen. Danke. Das Viertel ist abgeriegelt, aber die Medien sind hellhörig geworden. Vorsicht, Hans. Danke. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Meldung. Heute Morgen hat sich ein Heckenschütze auf dem Dach eines Lagerhauses an der Themse verschanzt. Augenzeugenberichten zufolge hat er auf ein nahegelegenes Krankenhaus gefeuert. Aber bislang liegen uns keine Meldungen über Verletzte vor. Inzwischen sind Mitarbeiter des CI5 am Tatort eingetroffen. Einen ausführlichen Bericht über den Vorfall bringen wir später. Bat ruft Cowley. Ich höre. Ich bin jetzt hier auf dem Dach, aber immer noch nicht hoch. Genug zu dumm. Sehen Sie jemanden? Bewegt sich da oben was? Nein. Ich bin leider nicht hoch genug. Mir fehlen so knappe 10 Meter. Bleiben Sie auf Posten. Okay. Gut ausgewählt. Kein Nachbargebäude ist höher, um auf das Dach runterzusehen. Ich will wissen, wie er sich verschanzt hat. Wir brauchen einen Hubschrauber. Nichts ist höher. Du bist verrückt. Wenn du die Sprossen raufkletterst, gibst du ein gutes Ziel ab. Von Sprossen war überhaupt nicht die Rede. Man muss auf der Rückseite die Ziegelwand hochklettern. Das ist kein Problem. Das schaffst du nicht. Da hast du recht. Aber du schaffst es. Stimmt's? Du bist ein hervorragender Kletterer, Murph. Du hast doch die Algernockwand bezwungen, hm? Ja. Na, was ist? Mit einem Führer. Außerdem hat niemand auf mich geschossen. Bis rauf zu den Eisenringen ist es am schwierigsten. Von da an kannst du dich mit Seilen und Steckbolzen langsam höher hangeln. Wenn die Ziegel bröckeln, ist es aus. Allein schaffe ich es nicht, Murphy. Du bist verrückt. Wir sind beide verrückt. Sollen wir nicht Funkkontakt aufnehmen? Noch nicht. Noch haben wir unser Ass nicht ausgespielt. Sauber, Sir, mit der Fernsehkamera. Ich komme. Ja, Luftkontrolle? Mr. Cowley,
Wir sind jetzt über dem Dach. Gehen Sie nicht zu nahe ran. Er ist schwer bewaffnet. Verstanden. Wir halten Abstand und kreisen. Hände. Du liebe Zeit. Er hat sich eine richtige Festung auf dem Dach gebaut. Da ist jemand. Ihre Hände sind gefesselt. Eine Frau. Eine Geisel. Jawohl, das Wort Geisel steht auf ihrem Rücken. Muss dich umdrehen. Küss mich, Süße. Wir sollten einfach eine Gasgranate abwerfen. Der Wind da oben bläst alles weg. Jetzt haben wir unser Ass ausgesperrt. Nun werden wir ihnen zeigen, dass sie verschwinden sollen. Zieht euch zurück, geht auf Abstand. Ihr macht sie nervös und mich auch. Ich möchte wissen, wo er sich die geschnappt hat. Keine Ahnung. Cowley ruft Newton. Ich höre. Er hat eine Geisel bei sich auf dem Dach, ein junges Mädchen, brünett. Wir haben alles auf Video aufgezeichnet. Wenn wir nur wüssten, was er vorhat, dieser Verbrecher. Phase 2? Augenblick. Noch nicht. Wir warten noch. Wir lassen Ihnen noch ein bisschen Zeit zum Ausschwitzen. Zumindest gibt es weder Schnee noch Eisböff. Das könnte ein Spaziergang sein. Aber wir haben nicht genug Haken. Ich kletter vor, soweit es geht, und werde sichern. Wenn du danach kommst, zieh die Haken raus. Du meinst, wir legen ein Basislager an? Eins müssen wir berücksichtigen. Du schießt besser als ich. Sei nicht so bescheiden, Murphy. Du hast genauso viele Punkte gemacht wie ich. Und jetzt kletterst du vor. Rauf mit dir. Siehst du, sie halten brav Abstand. Mr. Cowley? Er ist im Wagen. Ihre Fotos, Sir. Oh, danke, Officer. So eine Art Layout. Der Kerl sitzt da oben gefangen. Mal sehen, ob uns die Fotos weiterbringen. Das glaube ich kaum. Ich habe zwar schon ähnliche Fälle erlebt, aber niemand war so gut organisiert. Vor allem möchte ich wissen, was er will. Sir, ich habe jemanden auf Kanal 25. Der Mann auf dem Dach verlangt den Einsatzleiter. Hier. Hier. Ja, hier, Cowley. Hallo, hier ist der Mann auf dem Dach. Sie werden sich wahrscheinlich schon fragen, was ich hier oben mache. Sie wissen genau, dass ich mich in einer hervorragenden Position befinde. Und die ich gegebenenfalls auch ausnutzen werde. Von hier oben habe ich einen sehr guten Blick auf das Krankenhaus. Und Lebensmittel habe ich für ein paar Monate. Ich hoffe nicht, dass Sie so lange brauchen, um zur Vernunft zu kommen. Aber ich bin gewappnet. Selbst wenn Sie es schaffen sollten, die Tür hinter mir aufzusprengen. Ich habe einen Sandsackunterstand gebaut. Und für alle Fälle habe ich mich noch auf eine besondere Art versichert. Ich habe eine Geisel. Wer ist sie? Ist mir egal, wer sie ist. Ich betrachte sie als Rückversicherung. Wogegen? Sie zu zwingen, auf meine Forderungen einzugehen. Was verlangen Sie? 1 Million Pfund. Weiter nichts. 1 Million. In kleinen Scheinen selbstverständlich. 10 Pfundnoten sind das Höchste. In 2 festen Koffern, verstanden? Das dauert, so viel Geld aufzutreiben.
Ich habe viel Zeit. Alle Zeit der Welt, jawohl. Aber die armen Patienten da unten. Ich weiß nicht, ob die so viel Zeit haben. Und wenn wir auf Ihre Forderung eingehen, wie geht's weiter? Beschaffen Sie erstmal das Geld, dann sage ich Ihnen. Hören Sie, die Geißel... Ich werde Ihnen nichts weiter sagen. Besorgen Sie das Geld. Damit ist das Gespräch beendet. Rufen Sie im Innenministerium an Gesundheitswesen. Beschaffen Sie das Geld. 1 Million... Haben Sie eine bessere Idee? Burschen kennen wir. Er trägt zwar Handschuhe, aber diese Stimme, ich kenne ihn bestimmt. Es gibt irgendwo eine Akte über ihn. Irgendeine Idee? Na ja. Hä? Die Waffen und die Munition. Der Überfall auf das Waffenlager. 2 und 2 ergibt. In dem Fall nicht 4. Soviel ich weiß, sind Sie noch keinen Schritt weitergekommen. Nein, bis jetzt noch nicht. Keinen Anhaltspunkt? Merton von der Spurensicherung hat einen halben Daumenabdruck auf einer Munitionskiste gefunden. Wohl beim Umpacken passiert. Wenigstens etwas. Kümmern Sie sich darum. Das gesamte Gebiet ist hermetisch abgeriegelt, auch für unsere Kameras. Aber wir haben uns hier etwas weiter nördlich postiert und können mit unserem Teleobjektiv einen Blick auf das Gebäude werfen. Oben auf dem Dach hat sich ein Mann mit einer weiblichen Geisel verschanzt. Was machst du denn da? Du hast wohl vergessen, dass wir eingeladen sind. Du müsstest längst fertig sein. Entschuldige, aber ich kann jetzt nicht weg. Aber es war nur ein dunkler Schatten. Kaum wahrnehmbar. Es hat sicherlich nicht gereicht, um ein Ziel abzugeben für die unzähligen Scharfschützen vom CI-5, die hier Stellung bezogen haben. Jack! George, komm, bitte, was hast du damit zu tun? Nichts. Ich bin nicht sicher. Aber es könnte Roddy sein. Wie sieht's aus, Doktor? Es ist furchtbar. Sie müssen unbedingt was unternehmen. Alle Mühe, bald wird er uns eine Frist setzen. Ja, schließe ich mich an. Wenn wir nicht innerhalb einer Stunde... Wir tun, was in unserer Macht steht. Die Zeit rennt uns davon. Worauf warten Sie denn noch? Nicht sind Sie wahnsinnig. Mit Fingerabdrücken übersät von Polizisten und dem Hippie, der es gefunden hat. Was ist mit dem halben Daumenabdruck? Damit würde ich nicht vor Gericht gehen. Aber nur einer von denen hier kommt in Frage. Paul Stacy. Mehrfach vorbestraft, allerdings nur kleinere Diebstähle. Hat aber einen interessanten Lebenslauf. Gelernter Waffenschmied, kam mit 17 zum Militär, der versteht was von Waffen. Paul Stacy, kann ich das behalten? Ja. Gab's irgendwas? Nichts.
Überhaupt nichts. Wir warten eine halbe Stunde. Wir werden auch noch länger warten müssen. Es dauert eine Weile, so viel Geld aufzutreiben. Noch eine halbe Stunde? Ja, so in etwa, würde ich sagen. Und dann heizen wir ihn wieder ein bisschen ein. Schütze mit einer anonymen Geisel. Ich verstehe das nicht. Ich finde das gar nicht so verrückt. In wenigen Stunden ist unser anonymer Schütze um eine runde Million Pfund reich. Aber da oben ausgeben kann er das Geld nicht. Irgendwann muss er seine Festung verlassen. Wir suchen Paul Stacey. Wo ist er? Keine Ahnung. Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen. Geben Sie her. Hey, Augenblick mal. Habe ich mir gedacht. Das habe ich schon auf der Treppe gerochen. Das geht Sie überhaupt Sie nicht Sie sind verhaftet, Herzchen. Verhaftet wegen eines albernen Joints? Nein. Jetzt hören Sie aber auf. Lassen Sie die Finger davon. Verlassen Sie sofort wegen meine Wohnung. Wegen des 1 Kilo Haschisch, das ich finden werde, wenn Sie sich nicht kooperativ zeigen. Hören Sie auf, hier rumzuschnüffeln. Lassen Sie die Finger von meinen Sachen. Wo ist er? Keine Ahnung. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Sie wissen es ganz genau. Nein! Jetzt lassen Sie mich verdammt noch mal in Ruhe. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Rauschgiftgeschichte ist eine Lappalie. Jetzt geht es um Mord und Erpressung. Hey, los, was wollen Sie damit Sie sagen? Vorwärts, wird's bald. Lassen Sie mich los, ich weiß wirklich nichts davon. Wovon? Was Sie vorhaben. Es soll viel Geld dabei rauskommen. Wer macht noch mit? Das hat er mir nicht verraten. Er erzählt mir nie was. Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Manchmal bin ich high und dann rede ich einfach zu viel. Dann gehen Sie am besten wieder rein und drehen sich einen neuen Joint. Sie sind widerlich. Das wird wahrscheinlich der letzte für längere Zeit sein, denn dort, wo Sie hinkommen, gibt es sowas nicht. Na schön. Er hat ein paar Mal telefoniert. Mit wem? Ich habe keine Ahnung. Das reicht nicht. Aber ich habe ihn gesehen. Und zwar durchs Fenster. Saß er in einem Auto? In einem Taxi. Wie sieht er aus? Er ist etwa Mitte 20 und hat dunkle Haare. Das reicht immer noch nicht. Er ist Dustin. Glaube ich jedenfalls. Ach ja? Er hatte eine Tasche und der Name war darauf gestanzt. Die Dustin. Okay. Luftkontrolle an Cowley. Fliegen zurück, um nachzutanken. Okay, verstanden. 4-5 ruft Alpha. Bitte kommen, Doyle. Ich habe Stacys Freundin besucht. Sie hat mir einen Namen verraten. Dunstan. Ein häufiger Name, davon gibt's bestimmt tausende in ganz England. Ja, aber der Dunstan hat eine Tasche, worauf seitlich sein Name gestanzt ist. Wie beim Militär? Ja, genau. Vielleicht hat es was mit dem Überfall auf das Waffenlager zu tun. Ich werde mit meinen Ermittlungen bei der Air Force anfangen. Machen wir wieder ein bisschen Dampf. Hier ist wieder Ihr lieber Freund auf dem Dach. Sehen Sie das leere Lagerhaus westlich von hier?
Passen Sie mal gut auf. Von solchen Späßen habe ich noch mehr auf Lager. Und nun werde ich meine Geschütze ausrichten. Auf das Krankenhaus und noch ein paar andere Gebäude, die ich von hier oben sehen kann. Ich bitte Sie, meine Leute sind unterwegs, das Geld zu besorgen. Ich habe keine Lust mehr, noch lange zu warten. Lange. Haben Sie noch ein bisschen Geduld? Jetzt haben Sie aber Zeit genug gehabt. Ich habe es satt. Jetzt kommt die nächste Granate. Nein, warten Sie noch ein bisschen. Das Geld muss unterwegs sein. Ja, da kommt es. Hören Sie die Sirene. Wer sagt's denn? Das Geld ist da. Wir haben es geschafft. Ich gratuliere, du hast es geschafft. Oh nein, noch nicht ganz. Danke. Gehen Sie in Deckung. Wir haben das Geld. Es ist in zwei festen Koffern, wie Sie es wollten. Was nun? Ein Mann. Ich wiederhole, ein Mann soll vortreten und die Koffer an den Haken befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie gut festgebunden werden. Denn wenn irgendetwas schief geht, nehme ich die Intensivstation wieder ins Visier. Es kann losgehen. Ab jetzt hat die Kleine mich als Schatten. Tun Sie gefälligst alles, was ich sage. Verstanden? Wir haben verstanden. Und jetzt räumen Sie das Gelände. Ziehen Sie alle Ihre Leute ab, und zwar außer Sichtweite. Außerdem verlange ich einen Wagen. Er soll vollgetankt unten beim Eingang stehen.
nicht den Befehl dazu gegeben. Nicht schießen! Wir gehen auf alle Ihre Forderungen ein. Nicht schießen! Der Mann auf dem Kamin, der hat ein Gewehr. Bodhi, werfen Sie das Gewehr weg. Haben Sie nichts gehört? Werfen Sie es runter! Der hat Murphy getroffen! Was soll der Unsinn? Wir haben eine Abmachung! Wissen Sie, was das heißt? Durch Ihr Verhalten kann die ganze Sache platzen. Und ich habe hier einen Schwerverletzten. Ich gebe Ihnen den Befehl, das Gewehr runterzuwerfen. Bodhi! Nun? Wurde aber auch Zeit. Fangen wir noch mal von vorne an. Hier, bitte. Danke. Vier, fünf. Ich höre vier, fünf. Thomas Henry Dunstan, ehemaliger Air Force Pilot, entlassen 1978, stationiert beim Air Force Regiment Purbright. Zuletzt wohnhaft in The Pines, Needle Lane, Camberley, Surrey. Bin unterwegs. Ende. Sie, Mann auf dem Dach, hören Sie bitte. Die Patienten drüben im Krankenhaus befinden sich in einem schlimmen Zustand. Sie müssen umgehend ärztlich versorgt werden. Noch nicht, erst wenn wir unterwegs sind. Aber wir haben Ihre Forderungen erfüllt. Noch nicht, erst wenn ich mich mit dem Geld in Sicherheit befinde. Diese Menschen sind schwer krank. Die haben Ihnen nie was getan, bitte. Sie gehören ebenfalls zur Gesellschaft. Sie bezahlen ihre Miete und Steuern. Spielen die Geschworenen. Das ist Ihr Problem. Worauf liegt es jetzt an? Je eher sie uns hier wegbringen, desto eher kann der Arzt zu dem Patienten. Hey, gib mir dein Gewehr! Ich kann meinen Arm nicht bewegen. Versuch mit der rechten Hand rüberzugreifen. Das schaffst du. Nun komm schon. Jawohl, gleich hast du's. Hören Sie gut zu. Der Wagen muss vollgetankt sein. Dann komme ich die Treppe runter. Mit der Geisel. Ich warne Sie. Ich gehe hinter ihr mit einer Pistole in der Hand. Und einer Granate. Ich bin zu allem bereit, das schwöre ich. Wenn ich irgendjemanden auf der Treppe sehe, egal wer es ist. Ich kümmere mich darum. Das rate ich Ihnen auch, sonst gibt's einen Knall. Wo wollen Sie mit dem Wagen hinfahren? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Erst soll er mal da sein. Er ist unterwegs. Gut, wollen wir es hoffen. Okay. Weitere Anweisungen gebe ich Ihnen später. Er hat gewonnen. Nein, noch nicht. Ist er wirklich nicht zu packen? Er ist clever und gut vorbereitet. Okay, dann heißt es abwarten und brav befolgen, was er sagt. Thank you.
Sehen Sie, da ist Ihr Wagen. Er wartet hier unten auf Sie. Ist er wirklich da? Ja. Okay. Alle sollen verschwinden. Ich will niemanden da unten mehr sehen. Ich lege jeden um, den ich sehe. Wenn's sein muss, auch die Geisel. Kommen Sie. So. Es kann losgehen. Melden wir uns bei Danzen. Ja. Jackpot. Jackpot. Komm uns abholen, Jackpot. Augenblick, noch was. Der Hubschrauber soll verschwinden. Aber der ist doch... Wir werden unsere Festung nicht verlassen, bis er außer Sichtweite ist. Kaulia Luftkontrolle. Auftrag beendet. Bitte bestätigen. Kehren zum Stützpunkt zurück. Verstanden? Nur noch ein paar Minuten, bis wir den Hubschrauber nicht mehr sehen können. Dann kommen wir die Treppe runter. Und Sie alle können sich wieder Ihrer normalen Arbeit widmen. Hey, ob Dunstan uns gehört hat? Darauf kannst du dich verlassen. Seit Stunden hat er auf das Codewort gewartet. Er müsste jede Sekunde auftauchen. Verdammt. Es verläuft alles genau nach Plan. Auch, dass wir von hier oben wegkommen? Aber ja, die erwarten uns unten, weil wir einen Wagen verlangt haben. Jetzt liegen sie dort auf der Lauer, um uns abzuknallen. Aber bis dahin sind wir längst über alle Berge. Hörst du? So. Dann wollen wir mal sehen, ob Dunstans Zahacker funktioniert. Sind Sie wahnsinnig? Kaudi an Luftkontrolle! Kaudi ruft Luftkontrolle, bitte kommen! Hey, melden Sie sich gefälligst, Luftkontrolle! Luftkontrolle, bitte sofort melden! Hören Sie mich nicht, was ist los? Bleiben Sie gefälligst da weg! Da kommt er. Und in 30 Sekunden merken die da unten, dass wir sie reingelegt haben. Sie haben uns reingelegt und versuchen zu entkommen. Du kannst losfliegen. Los ab! Hubschrauber kreist immer noch herum. Und bei der Polizei unten herrscht allgemeine Verwirrung. Aber das ist auch durchaus verständlich. Denn wieso... Wieso... Hier weg!
Jetzt geht er in leichten Sinkflug über. Er kommt immer weiter runter. Major Cowley, der Chef des CI-5 und seine Mitarbeiter halten sich bereit, um den Mann auf der Strickleiter festzunehmen. Soweit ich das von hier aus beurteilen kann, ist die Polizei genauso überrannt. Der Mann ist abgestürzt und auf dem Boden aufgeschlagen. Die Polizei eilt zum Unfallort. Aber es dürfte jede Hilfe zu spät kommen. Fast wäre ich das gewesen, Maisie. Ich habe Glück gehabt. Dass ich noch mal Sandsäcke sehe. Zumindest nicht im Zentrum von London.